Hallo und herzlich willkommen bei Fast and Easy German. Mein Name ist Asad Tosunov und das ist ein Kanal zum Deutschlernen und Üben. Heute lernen wir zusammen, wie die Kräuter und Gewürze auf Deutsch heißen. Bist du bereit? Dann fangen wir mal an. Drücke die Pause und notiere die neuen Wörter. Die Kräuter. Der Schnittlauch. Das Basilikum. Die Petersilie. Der Koriander. Der Dill. Die Minze. Rotes Basilikum. Der Rosmarin. Der Oregano. Der Bärlauch. Die Gewürze. Das Salz, der Pfeffer, der Kümmel, der Zimt, der Ingwer, der Safran. Und nun ein bisschen Training. Wo ist die Minze? Das ist die Minze. Wo ist der Koriander? Der Koriander ist links. Das ist der Schnittlauch. Der Koriander, der Schnittlauch, die Minze. Wo ist das Basilikum? Das Basilikum ist in der Mitte. Wo ist der Rosmarin? Der Rosmarin ist rechts. Das ist der Bärlauch. Der Bärlauch, das Basilikum, der Rosmarin. Wo ist der Dill? Der Dill ist links. Wo ist die Petersilie? Das ist die Petersilie. Das ist der Rosmarin. Der Dill, der Rosmarin, die Petersilie. Wo ist der Schnittlauch? Richtig, der Schnittlauch ist links. Wo ist die Petersilie? Sehr gut, die Petersilie ist rechts. Das ist der Dill. Der Schnittlauch, der Dill, die Petersilie. Wo ist der Oregano? Der Oregano ist rechts. Wo ist die Minze? Das ist die Minze. Und das ist das Basilikum. Die Minze, das Basilikum, der Oregano. Wo ist der Ingwer?
Der Ingwer ist in der Mitte. Wo ist das Salz? Das Salz ist rechts. Das ist der Kümmel. Der Kümmel, der Ingwer, das Salz. Wo ist der Safran? Der Safran ist rechts. Wo ist der Zimt? Das ist der Zimt. Und in der Mitte ist der Pfeffer. Der Zimt, der Pfeffer, der Safran. Wo ist der Kümmel? Der Kümmel ist links. Und wo ist der Pfeffer? Der Pfeffer ist rechts. Das ist der Ingwer. Der Kümmel, der Ingwer, der Pfeffer. Das waren die Kräuter und die Gewürze. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Hat dir das Video gefallen? Dann gib ihm einen Daumen hoch. Dein Fast Denise German.